Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich freue mich, Sie heute Abend in meinem und Maria Olinkainens Namen begrüßen zu dürfen zu diesem kleinen Sonderkonzert hier im HR-Sendesaal. Wir haben seit 6 Wochen nicht mehr zusammen spielen dürfen und hier an der Stelle nochmal einen Dank an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des HR, die das möglich gemacht haben und möglich machen, die uns auch hier im Livestream zur Seite stehen. Und ich freue mich sehr, heute Abend die Villanelle von Paul Dukas und die Sonate von Ludwig van Beethoven, 2 Originalwerke für das Horn, spielen zu dürfen. Zuerst die Villanelle von Dukas, geschrieben als Wettbewerbsstück. Er verlangt dem Horn alles ab, was auch heute noch Usus ist. Gestopft, gedämpft, hoch, tief, leise, schnell, laut, langsam. Er hat versucht, alles auszureizen. Kleine Anekdote dazu, das Stück war damals 7 Tage vor dem Wettbewerb fertig, was wahrscheinlich vielen Studenten Kummer bereitet haben mag. Wir hatten zum Glück mehr Zeit zum Vorbereiten und ich wünsche Ihnen und uns viel Spaß. Thank you.
Ganz kurz zu Beethoven. Es ist die einzige originale Bläsersonate von Ludwig van Beethoven, ein relativ frühes Werk, Opus 17. Es ist sehr klassisch angelegt, mit einigen kleinen romantisch-experimentellen Momenten, könnte man sagen. Und original für Naturhorn und Hammerklavier, also ohne jegliche Hilfsmittel, die wir heutzutage haben, mussten die Töne mit der Hand im Trichter verändert werden. Das sparen wir uns heute und hoffen, dass Sie dieses Stück ebenso genießen wie wir. Thank you.
Thank you.